in der Erziehung, also wie sie aufgewachsen sind, sie und ihre Schwester gemeinsam sozusagen unter den Fittichen des Verbrechensbekämpfers. Hat das, was sie in der Sendung gemacht haben, auch Einfluss gehabt auf ihre Art und Weise der Erziehung? Also sind die Töchter besonders behütet, besonders bewacht, besonders vorsichtig, besonders beschützt aufgewachsen? Also ich glaube nicht, aber an sich müsste sie die Frage beantworten. Was hatten Sie denn für ein Gefühl oder was sagen Sie heute? Nein, also wir sind einfach ein bisschen wachsamer erzogen worden. Ich hatte, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es jetzt besonders verboten bekommen habe, wir wohnten ja etwas auf dem Lande und die Schule war in der Stadt. Wir kamen gar nicht in die Versuchung zu trampen. Ich kann mich heute nicht daran erinnern, dass er jetzt mir das also oktroyiert hätte und gesagt, du darfst nicht oder es ist gefährlich. Ich habe es eben einfach nicht getan. Ob das jetzt, ich denke mal, es hatte was mit der Erziehung zu tun. Aber ansonsten sind wir einfach nur etwas aufmerksamer erzogen worden. Aber jetzt nicht mit dem Gefühl der Angst oder jetzt ängstlich zu sein. Hm. Nein. Also es war schon irgendwie zu trennen, dass das eine eben ein Beruf ist, eine Profession und das andere ein normales Familienleben. Aber sie hat natürlich sicherlich auch durch die Nähe einfach einiges mitbekommen. Sie hat natürlich auch die Sendungen geschaut und wir hatten ja relativ viele Anhalterfälle, wo also Mädchen per Anhalter zu Schaden oder zu Tode gekommen sind. Und ich denke, das hat schon also auch ein bisschen eine Wirkung getan, ohne dass man da als Vater groß hinterher sein musste. Herr Zimmermann, als Sie Ihre Gattin Rosemarie geheiratet haben. Rosemarie. Entschuldigung. Okay, streiche ein E. Das können wir beim Glücksrad abgeben, die suchen manchmal eins. Also, Rosemarie 1960 geheiratet haben. Da haben Sie nicht nur Ihre Frau geheiratet, sondern zwei Töchter gleich mit. Ja. Sabine waren damals wie alt? Sieben. Und Heike war ein bisschen älter. 17. Das heißt, für Sie die Situation, ich heirate eine Familie, unüblich, 1960, muss man sich vorstellen, ein bisschen eine andere Zeit. Ja gut, ich habe immer für einfache Lösungen gestürmt. Ich habe die Kinder gleich geheiratet. Ja. Als Sie aus dem gröbsten Kindleiter schon raus waren. Konnte ich mir einige sparen. Ja. Aber es war schon ein Thema. Also dann ja, sicher. Nein, aber ich bin als Kind auch, zumindest streckenweise auch, erzogen worden in einer Familie, wo ich auch praktisch geheiratet worden bin. Nicht von den leiblichen Eltern. Insofern hatte ich da keine allzu großen Ängste. Wie ist er vorgestellt worden? Hat Ihre Mutter dann irgendwann gesagt, das ist der neue Papa? Oder wie macht man das? Das ist ja eine ganz schwierige Situation, wenn man sagt, man will das Leben miteinander verbringen, aber zu diesem Leben gehören eben zwei andere Menschen noch dazu. Ach, das hat die Mutti eigentlich ganz geschickt gemacht. Sie war nämlich eigentlich, sie war einfach schlichtweg glücklich. Mhm. Und wenn unsere Mutter glücklich war, dann war das für uns auch okay. Also ich glaube, auch bei meiner Schwester, bei Heike, gab es keine Diskussion und bei mir auch nicht. Die Hauptsache, die Mutter war zufrieden und nun haben wir den Vater auch genommen. Ja, und bei mir, dass ich gut war, davon war keine Rede. Das war ja damals noch nicht. Die Geschichte, dass man also eine Frau liebt und heiratet, das ist das eine. Aber können Sie sich, Herr Zimmermann, an den Moment erinnern, wo Sie auch Vater waren, also wo Sie für die beiden Mädels der Papa waren und sowas wie väterliche Liebe empfunden haben, obwohl Sie gar nicht der Vater waren und sind? Ja, ich bin in diese Rolle hineingewachsen. Und es gab sicherlich manchmal Schwierigkeiten, an die ich mich gar nicht mehr erinnere und so weiter. Aber letztendlich sind wir ganz gut zusammengewachsen und es hat ja gehalten auf eine Weise, wie es heute gar nicht mehr so verbreitet ist. Wir sind also jetzt über 40 Jahre verheiratet und haben unser Leben einigermaßen geordnet gemeistert. Haben Sie eine Erinnerung an das erste Treffen mit ihm? So eine kindliche Erinnerung? Hat er irgendwie versucht, Sie besonders cool zu kriegen oder so? Ja, also er kann heute nicht mehr mit mir schimpfen, dass ich rauche, weil er sich hat versucht einzuschmeicheln mit einer Zigarette und wahrscheinlich hat er mich einfach noch nicht ernst genommen und hat mir dann irgendwie mal, als er zum Frühstück war, so ganz cool, hier magst du eine Zigarette und hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich einfach gesagt habe, ja, damit war ich noch keine Raucherin, halt sieben, aber... 7 Jahre alt, ja? 7 Jahre. Ja. Da haben Sie vielleicht einfach ein bisschen auch, den Coolen gemacht und haben... Vielleicht hat er auch gehofft, dass mir also ewig und 3 Tage schlecht würde. Es wurde mir aber nicht schlecht oder ich habe es zumindest vergessen und habe dann später wieder angefangen zu rauchen. Und heute habe ich ihm das irgendwann
Moment genommen. Ja. Er kann jetzt nicht. Können Sie ihm ewig vorhalten, ganz genau. Naja, dabei habe ich das also gar nicht etwa aus pädagogischen Gründen gemacht, sondern einfach als Gag. Ja. Und aber so wird man oft mit einem Gag einfach an einem Gag festgenagelt. Und langfristig schuldig. Ja. Ja? Langfristig schuldig sozusagen. Die öffentliche Rolle des Vaters hat nie für Sie irgendwas Negatives gehabt, sodass man gesagt hat, ach, ich hätte lieber das sozusagen in Ruhe alles gehabt. Also der Vater als Fernsehstar ja. Nein, auch. Also in der Schulzeit als Jugendlicher eigentlich gar nicht. Und dann ist es mir später vielleicht hin und wieder mal gegangen, wenn man also als Heranwachsender dann zu seinen ersten politischen Diskussionen führt, dann wurde ich schon manches Mal abgestempelt und hat gesagt, naja, also das ist ja nicht deine Meinung, du redest wie dein Vater und du musst ja so. Und das hat mich dann gelegentlich schon geärgert, hat mich aber eigentlich nur angestachelt, eine eigene Meinung zu finden. Gelitten drunter habe ich nicht, nö, hat mich eher stärker gemacht. Ich meine auch in konkreten Situationen, denken wir an Deutschland in den 70er Jahren, Ihr Vater stand auf der Todesliste der RAF, der Rote Armee-Fraktion und war sehr konkret von Terroristen bedroht. Wie konkret, weiß man glücklicherweise nicht, aber er stand eben auf dieser Liste. Hat das nicht Einfluss gehabt auf das Familienleben in dieser Zeit? Das haben die Eltern sehr geschickt von uns Kindern ferngehalten. Also wir fanden das eigentlich zu dem Zeitpunkt nur ganz spannend. Auch als er mal bewacht wurde, war das also für uns. Ich stand immer am Fenster und habe dann geguckt, wenn der Polizeiwagen kam. Das fand ich nur spannend. Also welche Ernsthaftigkeit oder welche Sorgen der Eltern tatsächlich dahinter standen, das habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht realisiert. Und ich denke mal, das war auch ganz gut, weil ich dadurch eben auch ohne die Angst aufgewachsen bin. Die haben sie also bei sich behalten. Als Sie dann den Einstieg gemacht haben ins Berufsleben, haben Sie eine Fotografenlehre gemacht. Da könnte man ja denken, Mensch, weite Welt, Karibikstrände, die schönsten Männer und Frauen der Welt abfotografieren. Zumindest aber doch Otto-Katalog oder so. Aber nein, bei Ihnen ganz anders, Sie werden Polizeifotografin. Kommt das von der elterlichen Prägung? Nein, es hat eigentlich einen kleinen anderen Umweg. Ich war erst in der Werbung, im Übrigen hier in Hamburg. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Dann bin ich, weil mir München gut gefiel, dann bin ich in München zu einer Werbeagentur. Und die hat, wie das halt manchmal so ist, die hat dann zugemacht und ich suchte einen Job und dann habe ich eine Anzeige gelesen, dass die Polizei einen Fotografen sucht, bitte nur männliche Bewerber. Und dann, da ich nicht wusste, was sie damit meinen, habe ich gesagt, da sprattel ich jetzt einfach mal hin. Aber das ist doch eine eindeutige Formulierung eigentlich, oder? Ja, ich habe jetzt einfach mal so getan, als würde ich es nicht so richtig verstehen und bin dann da hingegangen und zum Verwaltungsamt der Polizei, die für die Einstellung zuständig waren. Und habe ihn gefragt, warum denn eigentlich nur männliche Bewerber, ja, Leichen und alleine und nachts raus und so. Und dann habe ich ihm gesagt, ach, wissen Sie, ich habe schon so viele Leichen gesehen, das macht mir gar nichts, weil ich schon mal so ein freies soziales Jahr gemacht hatte. Ich hatte bis dato noch keine einzige Leiche gesehen. Aha. Naja, und dann habe ich den, reden konnte ich wohl damals schon, dann habe ich den armen Kerl so zugeredet, dass er mich, glaube ich, nur eingestellt hat, um mich wieder los zu sein. Und somit wurde ich Polizeifotografin. Aber dann richtig Tatortfotografin, richtig die extremen Situationen, und das sind nicht immer nur die schönen Bilder. Nein, ganz und gar nicht. Nein, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich nur mal ein Jahr, um in Ruhe dann wieder einen Fotografenjob in der Werbung, in einer etwas schöneren Fotografie zu bekommen. Und dann war ich am Münchner Polizeipräsidium und es war die erste Zeit war eine sehr harte Zeit, das erste Jahr. Und dann bin ich aber 7 Jahre geblieben. Mhm. Das ist ein Zeichen dafür, dass es war unglaublich interessant. Es hat mich sehr viel weitergebracht. Es war eine tolle Zusammenarbeit mit vorwiegend männlichen Kollegen. Und und so sind unsere Berufe eigentlich wieder ein bisschen zusammengekommen. Ich habe in einer Information, ich glaube in einem Presseartikel gelesen, dass Sie, wenn es um Kinderleichen ging oder um Kinder, die zu fotografieren waren, dass Sie dann vorgeschickt worden sind, weil Sie selbst keine Kinder haben. Ja. Und praktisch Ihre männlichen Kollegen, die dann emotional noch belasteter wären, da entlastet haben. Ist das so? Das ist richtig. Eigentlich war das auch für mich eine ganz tolle Erkenntnis, dass nämlich Kollegen, die das also so Mordabteilungen und so weiter, die also schon seit Jahren mit Mord und Totschlag umgehen, aber bei bestimmten Delikten und vorwiegend natürlich auch bei Kindern, also nicht abgestumpft sind, sondern sehr wohl da noch empfinden. Und dann habe ich mich eigentlich freiwillig gemeldet und die Obduktionen und die Verletzungen dann übernommen. Denn wenn ich abends nach Hause gegangen bin, dann konnte ich mir ein Bier einschenken und konnte abschalten. Und wenn Kollegen nach Hause kommen und ihre eigenen Kinder sehen und sich dann noch mal vor Augen halten, was sie tagsüber gerade gearbeitet haben, dann war das für die sehr viel schlimmer. Und deshalb habe ich gesagt, lasst mich das machen. Große Entlastung sicherlich auch für die Kollegen. Nun haben Sie sich dann irgendwann entschieden, gemeinsam zu arbeiten, auch zusammen vor der Kamera zu arbeiten. Lange Jahre, 10 glaube ich insgesamt, in der ZDF-Sendung. Ihren ersten Auftritt haben wir natürlich auch nochmal vorbereitet. Und hören Sie bitte auf Eduards Stimme, der ganze Vaterstolz spricht mit.
Die Arbeit hier im Studio wollen wir auch etwas neu verteilen. Und deshalb neben Irene Kampringer, die wie immer die Hinweise im Aufnahmestudio sichtet, eine weitere Assistenz in der Person von Sabine. Familiennamen kann ich mir sparen. Sie ist nämlich meine Tochter. Guten Abend. Ja, das war so richtig, ne? Meine Tochter. Jetzt lächeln Sie beide. Ja, man muss immer für klare Erklärungen sagen. Ja, ganz klar. Also es war alles ausgesprochen. Jetzt lächeln beide und sind voller Freude. Ich stelle mir aber vor, wenn man familiär gebunden ist und dann eben auch beruflich noch, dass das eine Situation ist, die nicht frei bleibt von Stress, wo es auch Ärger gibt. Konnten Sie leidenschaftlich streiten auch? Ja, ich denke schon. Ne? Meistens war ich der Unterlegene, natürlich, würde ich denken. Also wir hatten schon unsere harten Kämpfe. Also sagen wir mal, es war dann genauso umgekehrt. Also ich war seine Assistentin und saß in seinem Vorzimmer und wir haben außer über unsere Arbeit privat überhaupt nicht miteinander geredet. Also, Entschuldigung. So war es dann auch mal, was aber auch ganz heilsam war. Und ich habe meinen Vater dann, weil ich merkte, also es ging so nicht weiter und ich bildete mir ein, er solle den ersten Schritt machen, aber ich habe ihn dann gemacht. Und dann habe ich gesagt, lass uns nicht im Büro reden, lass uns nicht zu Hause reden, sondern lass uns in eine Kneipe gehen. Und dann sind wir an einem Samstagmorgen in eine relativ leere Kneipe gegangen und da haben wir uns ein paar Bier bestellt und dabei geredet und dann war es wieder okay. Das klingt aber nach Großreiner machen und das hat ja auch seinen Sinn. Ja, absolut. Ging es dann um Berufliches oder um Privates mehr? Es hat sich vermischt. Es hat sich, ja. Es muss dann einfach mal geklärt werden. Ja. Nicht, dass der Eindruck entsteht, ein Bier würde alle Probleme lösen, aber manchmal kann es helfen, die Situation entstehen zu lassen. Das Gespräch war schon noch wichtiger. Ja, na ganz klar. Dieses ganze, ich nenne das jetzt mal Sicherheitsunternehmen, Zimmermann, was es gibt, Ihre Mutter spielt ja auch eine gewisse Rolle, einfach weil sie ewig die gute Seele war, oder ist das eine Rolle, die ich falsch beschreibe? Sie war viele Jahre auch unsere Geschäftsführerin und das ist schon ein Verbund, ja. Mhm. Und Sie haben einfach immer zusammengearbeitet. Sie haben auch nach dem Tod Ihrer Schwester, die vor mittlerweile schon eine Reihe von Jahren gestorben ist, einen sehr guten Familienzusammenhalt, auch mit Ihrem Schwager sicherlich noch, ein sehr enges Verhältnis. Ja, das ist schön so. Seit 1997, nach 300 Sendungen und nach so und so viel ungelösten, Tausenden von gelösten Fällen, muss man ja sagen, haben Sie gesagt, ich mache das nicht mehr, ich höre auf damit. Und trotzdem haben Sie sich ja nicht zurückgezogen. Sie haben jetzt eine eigene Website. Ja. Ist das ein, wie soll ich sagen, nettes Miteinander, der Eduard Zimmermann und die Website, oder sind das noch Kämpfe, die Sie mit dem Computer kämpfen? Guten Tag, meine Damen und Herren. Vorsichtfalle extra heute zum Thema Nebenverdienst, Heimarbeit und, Sie haben es in unserem kurzen Filmausschnitt eben gehört, Kautionen. Schon in einer der ersten Sendungen, so vor etwa 28 Jahren und später dann natürlich noch öfter, hat sich Vorsichtfalle mit diesem Themenkomplex beschäftigt. Damals versprachen Gauner zum Beispiel lukrative Aufträge für das Schreiben von Adressen. Bedingung war, dass man ihnen zunächst eine Schreibmaschine abkaufte. Zu einem Preis, der in keinem Verhältnis zur Qualität der Maschine stand. Und auf ihre Aufträge warteten die Opfer dann natürlich vergeblich. Besonders in den neuen Ländern halten gerade Frauen, die früher berufstätig waren, heute jedoch ohne Arbeit sind, ständig Ausschau nach guten Angeboten. Die Ganoven haben sich darauf eingestellt. Und vor allem haben sie ihre Tricks den Gegebenheiten unserer Zeit angepasst. Was früher die Schreibmaschine war, das ist heute der Computer, wie das folgende Beispiel zeigt. Und so geht es immer weiter. Jeden Monat mindestens ein neues Opfer. Der Schaden, den der Mann anrichtet, geht inzwischen in die Hunderttausende. Seit Jahren ist die Kripo hinter diesem Mann her, aber er wechselt so oft seinen Namen und die Aufenthaltsorte, dass die Polizei ihm einfach nicht folgen kann. Außerdem arbeitet er mit Strohmännern in Spanien zusammen, die die angeblichen Gebühren aus Deutschland entgegennehmen und für die es ein leichtes ist, sich der Polizei gegenüber herauszureden. Ich Ihre Zustimmung und Ihre Herzen gewinnen. Er wird zusammen mit meiner Tochter Sabine, mit Peter Niedetzki in Wien, mit Konrad Töns in Zürich und mit unserer gesamten XY-Redaktion die Aufgabe, die hinter der Sendung steckt, in meinem Sinne weiterführen. Und damit noch einmal vielen Dank. Da sucht ein Mann, der in eine ganze Reihe von Straftaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz verwickelt sein soll. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, zusammen mit einem weiteren unbekannten Täter am 23. September 1997 eine Filiale der Volksbank in Betzweiler-Wälde im Landkreis Freudenstadt überfallen zu haben. Beute 136.000 Mark.
Der Gesuchte heißt Marcel Musat und ist rumänischer Staatsangehöriger. Er ist 26 Jahre alt, 1,81 groß, schlank, braunes Haar. Gleich am nächsten Tag nach dem Überfall kaufte Musat sich in Nürnberg ein Fahrzeug, und zwar einen 17 Jahre alten Mercedes 380 SE, blau metallic, mit den Kennzeichen PA für Passau, TE90. Mit diesem Wagen dürfte er zurzeit in unserem Sendegebiet unterwegs sein. Vorsicht, Musat ist bewaffnet. Für Hinweise, die zur Festnahme des Gesuchten führen, ist eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kripo Freudenstadt. Die zweite Fahndung strahlen wir für die Kripo Mainz aus. Sie betrifft einen türkischen Staatsbürger, dem versuchter Totschlag vorgeworfen wird. Er heißt Ramazan Koç und soll am 3. Oktober 1997 in Mainz aus einem fahrenden Wagen auf die Glastür eines Lokals geschossen und dabei nur knapp einen Gast verfehlt haben. Hintergrund der Tat sind Konkurrenzkämpfe unter Gaststättenbetreibern. Koç ist 28 Jahre alt, nur 1,64 groß, schlank, dunkle Haare. Er spricht Deutsch mit türkischem Akzent. Für Hinweise, die zur Festnahme von Ramazan Koç führen, ist eine Belohnung von 1.000 Mark ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kripo Mainz. An den Jahren Vorsichtfalle vom Bildschirm verabschiedet. Heute also für Sie ein neues Gesicht in einem neuen Studio. Was sich nicht geändert hat, das ist der Zweck dieser Sendereihe, nämlich Sie, meine Damen und Herren, auf bewährte Weise über die aktuellen Tricks und Maschen der Nepper-Schlepper-Bauernfänger zu informieren. Und das sind unsere Themen heute. Überraschung. Ein Präsent mit bösen Folgen. Außerdem habe ich was für Sie. Ein kleines Ostergeschenk, sozusagen. Ach, für mich? Da bin ich aber baff. Sabine Zimmermann, geboren am 22. Juli 1951 in Hannover, verstorben am 1. Mai 2020 in München, war eine deutsche Produktionsleiterin und Fernsehmoderatorin. Sabine Zimmermann war die Adoptivtochter des 2009 verstorbenen deutschen Journalisten und Fernsehmoderators Eduard Zimmermann. Nach der Schule absolvierte sie zunächst ein freiwilliges soziales Jahr beim Deutschen Roten Kreuz in Mainz. Danach folgte eine Ausbildung zur Fotografin mit Spezialisierung auf Polizeifotografie, gefolgt von einer 7-jährigen Tätigkeit beim Erkennungsdienst im Polizeipräsidium München. Nebenbei qualifizierte sie sich zur Fotografenmeisterin bei der damaligen Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie in München. 1982 absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung und übernahm von 1983 bis 1985 die Filmgeschäftsführung bei der Fernsehfirma Securitel in Ismaning, die ihr Vater zur Produktion von Aktenzeichen XY ungelöst gegründet hatte. Von 1987 bis 1992 assistierte sie ihrem Vater in der zur Securitel gehörenden Firma Deutschen Kriminalfachredaktion. Seit der Sendung vom 6. November 1987 bis zur Sendung vom 7. Dezember 2001 war sie Co-Moderatorin ihres Vaters und später von Butz Peters bei Aktenzeichen XY. Danach blieb sie der Sendung bis 2011 als Produktionsleiterin erhalten. Insgesamt arbeitete sie etwa 28 Jahre lang in der XY-Redaktion. Außerdem übernahm sie von ihrem Vater 1998 die Moderation der Sendung Vorsicht Falle, bis zu deren Einstellung am 6. März 2001. 1992 gründete sie ihre eigene Produktionsgesellschaft und produzierte Sendungen wie K, Verbrechen im Fadenkreuz oder Verbrechen, die Geschichte machten. Sabine Zimmermann starb am 1. Mai 2020 in München nach einer kurzen, schweren Krankheit. Quelle Wikipedia.